Herzlich willkommen hier aus dem Happyland in Klosterneuburg. Wir freuen uns heute, wir haben wieder Rollstuhlbasketball im Programm den ganzen Tag. Und ich freue mich noch mehr. Erstes Spiel ist nämlich heute Sitting Bulls gegen die Rebound Warriors aus Linz. Und leider sehen wir den besten Spieler der Sitting Bulls nicht, aber... er sitzt da neben mir. Mehmet Hayirli nach der erfolgreichen EM etwas am Rücken beleidigt, aber deswegen haben wir die große Ehre, die große Freude, ihn heute hier zu haben, zumindest beim ersten Spiel einmal. Servus, Mehmet. Servus, hallo. Mehmet, über das erste Spiel, klarer Favorit, brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ja, die Sitting Bulls. Auf jeden Fall, ja, auf dem Papier. Aber es muss ja jedes Spiel erstmal gespielt werden. Ja, und du fehlst und der Jakob Dogan fehlt. Jakob fehlt auch leider, ja. Macht die Sache nicht einfacher, aber trotzdem. Einfach nicht, aber auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall. Wann habt ihr das letzte Mal verloren? Weißt du das noch? Gute Frage. Das ist schon ein Stückchen her. Also offizielles Spiel schon länger her, ja. Ich glaube in Graz war die letzte Niederlage. Ist aber schon 3 oder 4. Ich könnte es echt nicht sagen. Ja. Ein Mann, der das Verlieren nicht kennt. Also Verlieren kenne ich schon gut, ja. Gut, das war jetzt bei der Europameisterschaft, die ja sehr erfolgreich war, muss man sagen. Man hat sich ja eher auf die Abstiegsspiele eingestellt, dann hat man es ins Viertelfinale geschafft. Deine Gefühle nach dem Spiel gegen Israel, dass man ja mit einem Punkt Vorsprung gewinnen konnte? Unbeschreiblich eigentlich, ja. Ich meine, wir hatten schon auf dem Zettel, dass wir Israel schlagen können. Und es hat dann auch knapp, aber doch funktioniert am Schluss. Ja. Dabei ist es ja noch einmal spannend geworden. 2 Freiwürfe für den Kapitän, für den Matthias Wastian, die hat er beide vergeben. Dann noch eine Chance für Israel. Also, Der Schluss war alles dabei. Wir sind bei den Freiwürfen zum Rebound gegangen, was wir auch nicht hätten machen sollen eigentlich. Das war gar nicht so clever. Da hatten wir dann aber das Glück auf unserer Seite. Toll, mir hat es damals wahnsinnig gefreut. Ich habe natürlich die Europameisterschaft auch verfolgt. Und dann hat man ja auch gegen Deutschland waren wir chancenlos, aber gegen Polen waren wir ja auch durchaus auf Augenhöhe. Polen, ja, Polen, da haben wir noch das Spiel gegen die Deutschen in den Knochen gehabt. Das hat man in der ersten Hälfte gemerkt. Aber da wäre sicher mehr drin gewesen, ja. War dann am Schluss auch knapp. Wir haben uns auf 4 Punkte rangekämpft. Aber hat dann nicht gereicht. Ich meine, sie haben ihre Stars geschont und wir haben sie dazu gebracht mit unserer Leistung, dass sie ihre Stars wieder aufs Spielfeld rollen lassen. Das ist sicher auch ein Zeichen dafür, dass wir gar nicht so zu unterschätzen sind. Sicher nicht. Das war jetzt die Punkte 3 und 4 durch Philipp Hochenburger. Die ersten 2 hat der Ondra Bliska erzielt. Wäre es nicht wünschenswert, wenn man mehr Mannschaften hätte, die in eurer Stärke sind für die Entwicklung der Spieler? Natürlich, natürlich. Also fürs Nationalteam, für die Liga wäre das auf jeden Fall toll. Aber das ist halt auch nichts, das wir über Nacht hinbekommen. Es läuft eh schon in die Richtung. Sehr viel. Wir haben viele Jugendcamps jetzt im kommendes Jahr. Wir hatten dieses Jahr das erste. Das habe ich gemeinsam mit Christopher Edler von den Steirern auch mitgeleitet. Und schön langsam, es tut sich was. Es geht leider nicht über Nacht, aber es tut sich was. Jetzt hat es die ersten Punkte für die Rebound Warriors gegeben durch den Alex Höglinger, aber dann im Gegenzug gleich wieder Ondra Bliska mit den nächsten 2 Punkten für die Sitting Bulls. Wenn man sich das anschaut, wenn man zum Beispiel die deutsche Liga verfolgt auf den sozialen Medien. Auf jeden Fall. Ja. Dadurch, ich habe auch selber in der deutschen Liga gespielt. Das ist eine andere Welt. Aber es ist auch die Sportmentalität in Deutschland selbst ganz anders als in Österreich. Leider. Also für Deutschland gut, aber ist für Deutschland so. Für uns ist, wir müssen da noch hinkommen. Natürlich haben wir auch den Nachteil, Deutschland ist ein großes Land, wir haben deutlich weniger Einwohner und da ist es dann noch schwieriger.
Gerald Hohensinn bringt hier die Warriors wieder auf 2 Punkte heran. Was hat man allgemein bei dieser EM noch gesehen, wenn man sich alle Spiele angeschaut hat? Was war deine wichtigste Erkenntnis, dass man mithalten kann? Dass man mithalten kann auf jeden Fall. Wir haben gegen den amtierenden Weltmeister sehr gut ausgesehen, die erste Halbzeit. Das sieht man, dass man da auf jeden Fall, dass da nicht viel fehlt. Es fehlt natürlich viel, es fehlt einiges noch, aber nicht viel. Und mit viel Arbeit und viel Jugendarbeit auch kann man da sicher mitmachen. Weil es gibt ja auch Beispiele von kleineren Ländern, die viel erfolgreicher sind. Jetzt, es war ein bisschen Chaos natürlich mit der Covid-Situation dort, aber Holland im Finale und Holland als am Ende Europameister ist auch so ein Zeichen, weil die machen kontinuierlich seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit, Entwicklungsarbeit. Und das trägt Früchte. Jetzt Ondra Pliska mit der Chance zum Dreipunktspiel. Wie ist er von der Freiwurflinie? Tut er den rein? Ich sage nein. Er ist noch kalt, aber er bekommt eine zweite Chance und der ist drin. Schon 8 Punkte. Noch nicht einmal 4 Minuten. Müssen natürlich die anderen mehr machen, wenn du nicht dabei bist. Es ist sowieso immer so. Also, Ondra ist sowieso einer unserer besten und wichtigsten Spieler. Und aber er kennt das auch, dass er dann mal einfach, wenn er sein muss, macht er auch die Punkte. Alex Hügminger. Der taugt mir auch von seiner Spielweise, also ich sage immer, der Duracell, Alex, der gibt immer Vollgas von der ersten bis zur letzten Minute. Ich glaube, der kennt 10 Spiele am Tag auch machen. Sehr wilder, ja. Ja, wilder. Mein ehemaliger Zimmerkollege im Nationalteam. Okay. Ich kenne ihn also sehr gut. Er wird dann übrigens heute, liebe Zuseher, auch einmal raufkommen und mit mir kommentieren, freue ich mich auch schon. Und Rapliska. 9 und 10, 12 zu 6. In den letzten Jahren, wo man denkt, dass Österreich nur vor ein paar Jahren in der C-Gruppe war und jetzt in der A-Gruppe ist, da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Worauf ist das deiner Meinung nach zurückzuführen, dass jetzt doch einige Schritte in die richtige Richtung gemacht wurden? Naja, es ist auf jeden Fall die Unterstützung vom ÖBSV, vom Verband. Das merkt man deutlich. Also wir kriegen sehr viele Möglichkeiten, an uns zu arbeiten und natürlich auch die Konstellation. Wir haben jetzt einen Kern von Spielern, der schon sehr lange zusammenspielt, mit ein paar Additionen von jungen Spielern dazu, die sich gut integriert haben und das lohnt sich auf jeden Fall. Man sieht das halt auch dann an den Erfolgen. Manchmal, es ist dieser Schritt in die C war ja also gar nicht so schlecht eigentlich, weil das natürlich auch Erfahrungswerte waren, die wir dadurch bekommen haben und die haben uns sicher geholfen auch zu wachsen. Und dann ja in Athen der Aufstieg, das war schon spitze, jetzt der Klassenerhalt. Und jetzt freut man sich wahrscheinlich schon auf 2023. Was müsste denn passieren, dass man mal bei den Paralympics dabei sein könnte? Wie läuft denn das? Da hat jeder Kontinent sein eigenes Kontingent an Mannschaften, die sie zu den Paralympics schicken können und das wird halt über die Europameisterschaft ausgespielt sozusagen. Das ist ja eine EM ist die Qualifikation für die WM und die nächste ist dann für die Paralympics. Nur das wird jetzt natürlich deutlich schwieriger, seit das IPC von 12 Mannschaften auf 8 Mannschaften reduziert hat. Das heißt, es wird nicht mehr so viele Plätze geben für den europäischen Kontinent. Und das macht es für kleinere Mannschaften natürlich umso schwieriger. Einfach weiterarbeiten, sage ich. Auf vielleicht jeden Fall, ergibt ja sich ja die Chance und das wäre natürlich
für jeden Sportler ein absolutes Highlight. Natürlich, ja. Markus Demel jetzt mit seinen ersten zwei Punkten. 16 Punkte haben die Interwetten Coloplast Sitting Bulls gemacht. 12 davon Ondra Pliska. Aber auch die Warriors, die lassen nicht locker. Thomas Kurat, auch schon 8 Punkte. Haben wir schon klarere Spiele gesehen. Auf jeden Fall, ja. Halten gut mit, die Oberösterreicher. Philipp jetzt. Hochenburger, auch ein Teamspieler, gell? Genau, ja. Ja. Wie wichtig war denn der Legionär, der deutsche Legionär? Den haben wir ja leider noch nie gesehen bei unseren Übertragungen. Was kann man zu dem sagen? Sehr, sehr wichtig. Also die Entwicklung, die er in den letzten Jahren gemacht hat, ist richtig gut. Und das merkt man auch im Team. Er ist eine tragende Stütze. Er ist ein bisschen holprig gestartet ins Turnier, aber hat sich dann auch zu unserem Glück sehr schnell gefangen und war dann sehr wichtig mit seiner Defense-Arbeit, mit seinen Punkten vorne. Auch sehr entscheidend im Israel-Spiel. Also da kommt noch was in Zukunft. Es ist noch 21, der wird sich noch weiterentwickeln. Spielt in einem der besten Teams Europas. Also wenn nicht das beste Team. Der Routinier schlägt zu. Leopold Eckerl. Zwei-Punkt-Spieler, aber zählt eigentlich nur 1,5 aufgrund seines Alters. Wäre also wünschenswert, mehr Spieler in der deutschen Liga oder so zu haben. Alex Höglinger. Auf jeden Fall. Also muss ja nicht in die deutsche Liga sein. Es kann in irgendeiner Top-Liga sein in Europa. Wäre sicher wünschenswert. Schade. Oh, guter Rebound von den Warriors, von der Nummer 11, von Samuel Furcella. Mehmet, wie bist du eigentlich zum Rollstuhlbasketball gekommen? Wie war das? Ich bin durch unseren Trainer, Andi Zankel, eigentlich ganz schnell. Ich war auf Erstria 2003 bei der Erstria kennengelernt und dadurch, dass ich vom Fußball komme, wollte ich sowieso irgendeinen Sport machen. Und das war dann Liebe auf den ersten Blick mit Rollstuhlbasketball. Und seither geht es nicht ohne. Gut so. Markus Demel mit den nächsten Punkten. Es geht noch 1 Minute 42. Wir haben gar nicht das Line-Up durchgenommen. Schauen wir zuerst einmal bei den Rebound Warriors. Da ist für alles zuständig der Alex Höglinger. Dann haben wir mit der Nummer 4 Gerald Hohnsinn. Mit der Nummer 12 Hanna Krausmann, mit der Nummer 9 Melanie Jungwirt, mit der Nummer 11 Samuel Pfurcella, dann eben der Alex Höglinger, der Duracell Alex mit der Nummer 13, Thomas Kurat mit der Nummer 15 und Alois Stritzinger mit der Nummer 17. Der Serienmeister seit 2012 seid ihr, glaube ich. Ja. Durchgehend Meister, der spielt mit Nakash Faisal Ali mit der Nummer 4, mit Matthias Wastian, dem Teamkapitän, mit der Nummer 5. Wenn man von ihm redet, macht er gleich seine ersten zwei Punkte. Mit Mehmet Hayirli, der neben mir sitzt, mit der Nummer 8 normal. Dann Leopold Eckerl mit der Nummer 9. Jiri Wrüber mit der Nummer 10. Philipp Hochenburger hat ja schon 6 Punkte mit der Nummer 12. Markus Demel mit der Nummer 13, auch schon 4 Punkte. Dann mit der Nummer 15 Ondra Pliska, 12 Punkte, dann der Andi Zankel mit der 17 und Daniel Nuravca mit der 23. Allgemein zu den Regeln, falls ihr zuschaut, es wird gespielt 4x10 Minuten. Die Regeln sind ganz ähnlich wie beim normalen Basketball. Das war jetzt der erste Dreier. Durch Matthias Wastian, steht inzwischen 29 zu 10.
Bei den Regeln ist ganz wichtig, jeder Spieler kriegt Punkte. Das geht von 4,5, das sind die mit keiner oder mit einer kleinen Beeinträchtigung, und 1 ist dann das meiste. Also ein Spieler, der nur einen Punkt hat, der hat die größte Beeinträchtigung. Noch einmal. Schimpft er, der Matthias? Nein, schimpft er. Er wollte das Maul haben. Und 3 Freiwürfe hätte es dann gegeben. Dann hätte es 3 Freiwürfe gegeben. Erklär du einmal die Schritte unter Anführungszeichen Regel beim Rollstuhlbasketball. Die Schrittregel, also, sozusagen. Ja. Also, man darf den Ball auf den Fuß legen und zweimal antreiben. Und beziehungsweise zweimal die Richtung wechseln und muss dann wieder dribbeln. Dann hat man 24 Sekunden Zeit, einen Angriff abzuschließen. Genau, für den Angriff hat man 24 Sekunden und man hat 8 Sekunden, um die eigene Hälfte zu verlassen. Dann Rückpässe in die eigene Hälfte sind auch nicht erlaubt, was ich genau weiß. Genau, ja. Das ist aus dem Fußgängerbasketball eigentlich alles, nur adaptiert die Schrittregel. Und man darf nur 3 Sekunden in die gegnerische Zone, muss sie dann wieder verlassen. Dann immer Auslegung natürlich von Schiedsrichterseite. Ja, und die Leute denken immer, der Korb ist niedriger. Sagst du ihnen einmal, dass der nicht niedriger ist? Nicht niedriger, ne? Dann müsste man nämlich auch für Rollstuhlbasketball eigene Hallen bauen und Korbanlagen, nur das wird es nicht passieren. Aber ihr trefft ja den auch. Also wir treffen den auch. Schon, ja. Das passt schon. Und wie wir bei der EM gesehen haben, also auch von der Dreierlinie, das ist teilweise, werfen Topspieler da die Dreier wie Layups. Das ist bemerkenswert immer. Das ist für mich in der NBA, wenn ich das schaue, einfach immer, das ist einfach eine andere Welt. Das NBA ist sowieso eine andere Welt, ja. Unglaublich. Das ist gleich, wie wenn man Eishockey spielt in Österreich schaut und denkt, boah, wo wir heute richtig ein gutes Spiel, dann schaut man NHL. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Die Dolphins aus Wien sind inzwischen auch da. Heute übrigens 2 Spiele. Gibt es bei den Rollstühlen auch irgendwelche Maße oder Regeln? Oder es gibt, genau. Es gibt bei den Rollstühlen natürlich auch Regeln. Wir haben ja, du hast ja vorher erzählt vom Punktesystem für die Spieler. Ja. Und das ist so geregelt, dass alles bis 3 Punkte darf auf der Maximalhöhe von 63 Zentimeter sitzen. Okay. Das heißt, der Rollstuhl darf, du könntest auf einer Betonplatte sitzen, auf maximal 63 Zentimeter. Und alles über 3 Punkte, also ab 3,5, darf auf maximal 58 Zentimeter sitzen. Das habe ich überhaupt noch nie gehört und jetzt habe ich doch schon einige Spiele gemacht. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Da wird halt auch natürlich immer ein bisschen geschummelt. Gerade Centerspieler, also 4,5er, versuchen da alles, um größer zu sein, höher zu sein. Wenn ich als Gegner jetzt denke, der sitzt zu hoch, kann ich das nachmessen lassen? Du kannst es nachmessen lassen, ja. Okay. Da hat es sogar jetzt vor kurzem bei den Paralympics auch so eine entscheidende Situation gegeben zwischen im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien. Da hat der deutsche Trainer im letzten Viertel beanstandet, dass der spanische Spieler zu hoch sitzt und wird dann von den Schiedsrichtern abgepfiffen, der Spieler zu sich geholt und aus dem Rollstuhl gebeten und wird nachgemessen. Okay. Und das kann mit einem technischen Foul für den Spieler und Ausschluss für das Spiel enden oder mit einem technischen Foul für die Bank. In dem Fall war alles korrekt, gab dann einen Freiwurf für die Spanier und das hat ihnen dann auch das Momentum gegeben, um wieder zurückzukommen und das Spiel zu gewinnen. Okay. Also es kann in alle Richtungen gehen, so eine Entscheidung. Samuel Pfurtscheller jetzt mit dem ersten Korb im zweiten Viertel. Da sind sie wieder zusammengebracht, gekracht, der Matthias Bastian und der Alex Höglinger.
Alex hat natürlich wieder nichts gemacht. Alex ist mal unschuldig. Ja, ich glaube, diesmal war es eindeutig. ...31-12 steht's. Sein zweites Foul schon. Alex hat ja immer schon Foulprobleme. Seit ich ihn kenne. Kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, was du sagst. Ah, schade. Hätte ich ihm gegönnt. Ich auch. Den Gerald Hohensinn. Schön gemacht. Und wieder der Alex. Schlecht rausgespielt. Auch vergeben jetzt. Weil wir schon über die deutsche Liga gesprochen haben, weil auch unser Legionär dort spielt, was sind denn noch interessante Ligen in Europa? Ich habe gehört, Türkei soll auch sehr gut sein, auch vom Zuschauerzuspruch und so. Die Türkei ist immer so ein Auf und Ab. Die haben sicher eine sehr gute Liga. Nur da ist das immer mit den Budgets. Da haben sie mal, da sammeln sie mal alle Weltstars ein, die dann ein Jahr da sind und dann gibt es wieder Mannschaften, die ein Jahr top sind und das dann kein Budget mehr haben, um das aufrechtzuerhalten. Ganz interessant ist Spanien auf jeden Fall. Ich glaube, fast das ganze britische Nationalteam spielt dort. Okay. Verteilt auf ein paar Teams. Dieses Jahr ist Frankreich sehr interessant. Da gab es auch einige Transfers. Und das, Italien ist sowieso immer schon eine sehr beliebte Liga auch. Und das sind sicher so die Top-Ligen in Europa. Ja, Spanien ist überhaupt interessant. Dort gibt es scheinbar nur Top-Ligen. Fußball reden wir gar nicht, aber auch Handball, Volleyball, du sagst, Rollstuhl, Basketball, also auch eine Sportnation. Ja, völlig. Auf jeden Fall. Heute sind auch mehr Damen im Einsatz. Das letzte Mal, wo ich dabei war, war ja nur die Zoretz von den Grazern dabei. Genau, die Jasse. Und jetzt werden wir mehr. Das ist super. Das ist spitze. Die war ja auch bei der EM dabei, als Physiotherapeutin, glaube ich. Genau. Ja, schraubt auch ein bisschen an den Rollstühlen. Was gibt es denn da für Kniffe? Was kann man denn an die Rollstühle machen eigentlich? Ja, viel eigentlich. Man kann mit der Sitzbespannung ein bisschen experimentieren, wenn man eine lockere Sitzbespannung hat. Man kann das durch Lockern oder Festziehen ein bisschen die Sitzposition ändern. Aber ansonsten bei diesen fix verschweißten Rollstühlen geht nicht mehr viel. Also nur mehr Kleinigkeiten. Man kann die Position der kleinen Stützräder hinten zum Beispiel oder vorne nicht, aber hinten kann man da ein bisschen Einstellungen vornehmen, aber sonst. Aber sind Spezialgeräte in der Stadt, wenn man da keinen sehen, damit herumrollen? Selten. Nur wenn einer seinen Aktivrollstuhl vergessen hat. Aber ne, das kommt normalerweise nicht vor. Die sind für den Alltag nicht gemacht. Schon allein durch den Sturz der Räder kommt man ja durch keine genormte Eingangstür normalerweise. Und auch durch die Position mit dem Stützrad ist es unmöglich, auf unebenen Flächen zu fahren. Nakash Faisal Ali jetzt mit der Chance zu den nächsten Punkten. 7 Minuten geht es noch im zweiten Viertel. 33-12 ist es gestanden. Jetzt die ersten Punkte von Ali. Und es steht 35-12. Du hast vorher gesagt, du bist über den Andi Zankel, den hast du auf der Reha kennengelernt. Genau.
Was ist dir passiert? Du hast vorher Fußball gespielt. Ich hatte einen Autounfall. Ja. Und ja, das hat dann natürlich alles geändert. Wie alt warst du da? Ich war 19. Okay. Jetzt auch schon ein Stückchen her. Naja, so jung wie du ausschaust, kann noch nicht so lange her sein. Ja, das Ausschauen ist das eine und das Fühlen das andere. Gerade nach der EM merke ich schon die paar Jahre mehr, die ich auf dem Buckel habe. EM natürlich noch einmal intensiver ist ja das schon, wenn man genau schaut, sehr intensiv, aber bei der EM hat man doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele. In welcher Zeit? In 8 Tagen. In 8 Tagen. Ohne Pause dazwischen. Wir haben uns natürlich durch die Situation mit dem Rückzug der Türkei mit den Covid-Fällen und unsere Qualifikation für das Viertelfinale haben wir uns natürlich noch ein extra Spiel geschenkt. Aber einfach mal Viertelfinale zu spielen und so früh den Klassenerhalt zu schaffen, was unser Ziel war, das war schon toll. Ganz toll. Und jetzt können wir ja ein Geheimnis lüften. Jetzt gibt es Freiwürfe für Alex Höglinger. Es hat ja im Vorfeld der EM hat's 4 Testspiele gegen die Schweiz gegeben. Da hat man nicht übertragen dürfen, hat keiner gesehen. Die Ergebnisse waren auch Staatsgeheimnis. Wie hat man gespielt gegen die Schweiz? Im Grunde, wir haben sehr viel probiert. Der Trainer hat sehr viel probiert. Wir haben 1 gewonnen, 3 verloren. Aber gut die Schweizer kennengelernt eigentlich, die wir sowieso schon sehr lange kennen. Nur im Endeffekt ist es nicht zum Aufeinandertreffen gekommen bei der EM. Aber ich denke mal, durch die Vorbereitungsspiele hätte man sicher einen guten Plan gehabt, wie wir gegen sie agieren. Ich kenne ihn ja leider nicht persönlich, aber der Trainer soll ja ganz spitze und ganz wichtig sein für den Erfolg des Nationalteams. Unser Trainer, der Österreichische, ja? Ja, Malik auf jeden Fall, ja. Er hat da sehr viel Positives und neuen Schwung reingebracht, seit er am Ruder ist. Das merkt man natürlich auch. Ja. Das merkt man an den Ergebnissen, an der Entwicklung. Ist nicht immer einfach. Körperlich, aber ja. Das ist sehr, sehr wichtig. 39:16 steht sie jetzt, 5 Minuten 09 noch zu spielen. Im zweiten Viertel, das ist ja die vorletzte Vorrunde, glaube ich. Im Jänner haben wir dann noch eine in Graz. Genau. Das sind schön, dass wir heuer wieder 6 Mannschaften sind, dass auch auf jeden Fall, ja. Bei 1000 wieder dabei ist. Je mehr, umso besser. Aber im Westen ist noch sehr wenig. Weißt du, tut sich dort was? Könnten von dort jetzt auch Mannschaften dazukommen? Könnten sicher. Es hat immer eine Frage, ob der Wille da ist. Aber ich weiß da jetzt auch nicht, ob da Gespräche am Laufen sind. Als Spieler wäre das natürlich toll, wenn da mehr gehen würde. So eine 8er bis 10er Liga wäre schon ideal, sage ich einmal. Ja. Wenn da noch ein Qualitätsschub durchgeht durch die Mannschaften, wäre das schon top. Schauen wir in der Zwischenzeit einmal. Zuerst sagen wir mal, wer die Refs sind. Das sind der Herr Stojanovic, Rabel und Junkert sind heute hier im Einsatz. Und welche Spiele sehen wir heute noch? Als nächstes dann um 11.15 Uhr die Flintstones aus Graz gegen die Dolphins aus Wien, dann die Carinthian Broncos gegen die Reaper und Warriors, dann die Sitting Bulls gegen die Flintstones. Das Spiel wird ja dann live auf ORF übertragen. Sowas ist auch ganz wichtig, glaube ich, für die Entwicklung des Sports. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch Schritt. Es ist ja schon super mit eurem Streaming hier. Danke. Das verfügbar zu machen. Und ihr macht das toll. Ja, ich muss sagen, ich sag's ganz ehrlich, man würde ja vorher gar nicht auf die Idee kommen,
zu einem Rollstuhl-Basketballspiel zu gehen, weiß es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber es ist so ein toller Sportart. Also ich war eigentlich vom ersten Moment an fasziniert und bin echt immer sehr gerne dabei. Aber wärst du damals, wo du 19 warst, wo du noch Fußball gespielt hast, wärst du ein Rollstuhl-Basketball zuschauen gegangen? Wahrscheinlich nicht, weil ich auch nicht wusste, dass es das gibt. Und ja, eben. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man den Sport kennenlernt. Weil ja, genau. So aus meiner Erfahrung, auch in Deutschland, da sind sehr viele, die sich das einfach mal anschauen, weil sie es hören und dann einfach bicken bleiben bei dem Spiel. Oh, da gibt es jetzt... Was ist da passiert? Oh, glaube ich, aufs Kinn gefallen. Ah, ja. Ja. Aua. Aber das schaut nicht so schlimm aus jetzt. Alles gut bei der Hanna Krausmann, so wie es ausschaut. Die 16 Sekunden haben sie noch für diesen Angriff. Schön ausgespielt, schade. Auch Alex scheitert da und wieder. Der ist natürlich drin vom Ali Faisal Nakash. Wie oft trainiert sie eigentlich in der Woche? Wir haben 3 Trainingsmöglichkeiten in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Die Trainingsfrequenz ist natürlich unterschiedlich. Schöner Pass von Daniel Nakash, Daniel Nurafsa. Und der Matthias. Matthias Bastian mit seinen nächsten Punkten hat jetzt auch schon 14, darunter ein Dreier. Alex Högninger jetzt wieder 2 Sekunden noch und zwei Minuten 23 geht's noch, 45 zu 16. So ganz ist er auch noch nicht drin, der Alex. Na? Ist auch noch sehr früh. Wir sind auch schon um 4:30 in Kärnten weggefahren. Nee, es ist ungewohnt, so früh in der Halle zu stehen. Jetzt aber wieder Matthias Bastian. Schaut so leicht aus. Ja, sowas kann aber den Unterschied ausmachen. Also die Fastbreaks und das Nicht-Aufpassen. Da ist der Safety sehr wichtig natürlich. Jetzt wieder Alex Hüblinger mit den Punkten 11 und 12. Hat aber eine 100% Freiwurfquote. Gut, der hat nur 2 gehabt, aber sehen wir das immer positiv. Hat er gleich gezeigt, das war ein Foul. Es wurde aber nicht gepfiffen. Wenn der Alex einmal zugibt, dass er ein Foul macht, wird es nicht gepfiffen. Matthias Bastian wieder ein Dreierversuch und auch der sitzt. Richtig schöner Wurf, 50 zu 18. Wieder eine Machtdemonstration von euch.
Jetzt hat sich der Alex gedacht, was der kann, kann ich auch. Aber wollte damit antworten, war aber auch ganz knapp. Layup vom Ondra Bliska, der hat sich jetzt eine Zeit lang zurückgehalten. Und jetzt gezeigt, dass er noch da ist. Thomas Kurat, aber ein Airball leider. Und war der Ball ein einfacher wieder. Wurf. Bei den Sitting Bulls, in dem Fall bei Daniel Nuravca. Der heute übrigens mit seinem neuen Rollstuhl spielt. Okay. Hat er heute frisch geliefert bekommen. Super. Kein Korb, es bleibt beim 52-18 und der Alex tritt noch einmal an. 8,5 Sekunden noch auf der Uhr, dann gibt es die Halbzeitpause. Jetzt gibt es einen Offensivfall. Aus, locker im Wurf. Ah, schade. Wie viele Leute seid ihr da meistens beim Training? Weil du sagst, die Teilnahme ist unterschiedlich, aber. Es geht von 3 bis 10. Also. Okay. Das sind meistens so 5 bis 6. Wenn der Coach da mittrainiert, einer mehr. Es ist halt natürlich nicht immer machbar, dass alle da sind. Ja, klar. Wir machen jetzt auch eine Halbzeitpause und sind dann pünktlich hoffentlich sehr gut wieder zu zweit für euch da. Danke dabei. Dankeschön. Mehmet. Herzlich willkommen zurück, liebe Sportfreunde. Heute, wie gesagt, im Besonderen die Freunde des Rollstuhl-Basketballs. Bei mir ist wieder Mehmet Hayirli, der wohl beste Spieler in Österreich. Spielt beim Serienmeister Sitting Bulls, hat sich bei der so erfolgreichen EM in Spanien leider den Rücken ein bisschen beleidigt. Leider, ich sehe das ein bisschen anders. Er kann heute mit mir oder ich kann mit ihm dieses Spiel hier kommentieren. Macht natürlich wahnsinnigen Spaß. Mehmet, wen erwartest du heuer als Finalgegner? Weil ich gehe mal davon aus, obwohl du wieder sagen wirst, es muss jedes Spiel erst gespielt werden und so. Wen schätzt du denn am stärksten ein? Letztes Jahr waren es die Corinthian Broncos, aber heuer bis jetzt, glaube ich, die Flintstones ein bisschen stärker. Würde ich auch sagen, ja, aber es ist schwierig einzuschätzen. Die Broncos haben noch nicht so viel trainiert dieses Jahr. Das hat man in ihrer ersten Runde gemerkt. Das kann sich natürlich ändern, wenn sie jetzt in den Rhythmus kommen. Natürlich die Steirer immer ein Favorit auf dem Finalplatz. Das macht es ja spannend, zum Glück. Man weiß es nicht. Also für beide Mannschaften möglich. Und wir müssen sie auch erst schaffen. Das ist klar, jedes Spiel muss erst gespielt werden, um eine alte Phrase, da kommen jetzt 2 Euro ins Phrasenschwein. Jawohl. Schade, Jerzy Wrowa sorgt dann nicht für die ersten 2 Punkte in der zweiten Halbzeit. Es steht 52-18 für die Sitting Bulls. Die spielen in Weiß und Hellblau. Von links nach rechts. Klare Sache also, aber wie gesagt, das war nicht anders zu erwarten. Schade. Oft fragt man sich schon, warum der Ball dann nicht hinein will. Als Werfer frage ich mich das auch oft. Und es gibt so Tage, da hüpft er ja unmöglich wieder raus. Ja, gerade bei gewissen Spielern, woran liegt das? Das ist eine gute Frage.
Das ist das Karma. Das könnte sein, ja. Aber wenn man diese Frage löst, dann hat man, glaube ich, alle Probleme gelöst. Und dann fahren wir zu Olympia. Alex Hüttlinger jetzt, schauen wir mal. Vielleicht ja die Warriors mit den ersten Punkten in Halbzeit 2. 5 Sekunden noch. Das muss er werfen. War, glaube ich, ein bisschen zu spät. Hätte der gezählt? Ball hat der hat die Hand nicht verlassen, also der hätte nicht mehr gezählt. Glaube ich auch. Auch so gesehen. Ob es der Alex so gesehen hätte, ist eine andere Frage. Aber die Diskussion erübrigt sich, glaube ich. Ja, wir müssen ja was reden. Nein, nein, also ich meine, die Diskussion vom Alex erübrigt sich. Das war da ist er wieder. Vorne, hinten. Und da sind sie, die ersten Punkte. In Halbzeit 2, Alex Hüttlinger. Aufholjagd gestartet, 52-20. Jetzt aber auch die ersten Punkte der Interveten Koloplast Sitting Pulse durch Philipp Hochenburger. Auch ganz wichtig, dass man Sponsoren hat, so wie ihr, die Interwetten und Koloplast, weil ohne die wäre diese Entwicklung in den letzten Jahren wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Auf jeden Fall, ja. Das sind ganz, ganz wichtige Stützen für uns. Vor allem auch in Anbetracht der Euroleague-Teilnahme, die ja doch einiges kosten können. Wir haben Glück, wenn wir selber zum Beispiel, also kein Glück, aber den Vorteil, selber austragen zu können, öfter die Vorrunde. Das spart einiges an Kosten. Nur mit einer Teilnahme im Finale so ein Team 12 Spielern und mit Betreuern kommst du schon auf 15, 16 Leute, die musst du halt je nachdem, wo die Finalrunde stattfindet, hinfliegen, hinbekommen. Und da, das kostet dann auch schon mal. Allein schon das Gepäck mit den Rollstühlen und alles. Genau. Also da muss man mal Danke sagen an dieser Stelle. Egal, ob es jetzt Interwetten und Koloplast sind oder all die Sponsoren, die anderen Clubs unterstützen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich in dieser Art und Weise. Jetzt wieder Angriff der Rebound Warriors. Schöner Nurukpass, schade. Schade, schade. Und schon geht's wieder. Wow, schön. Matthias Bastian. Das war jetzt ein unkoordinierter Angriff. Bisschen Hollywood, wie Ernst Tappe gesagt hat. Welche Position hast du im Fußball gespielt? Ich war Allrounder eigentlich. Ich habe im Mittelfeld alle Positionen gespielt, in der Verteidigung alle Positionen gespielt. Aber mehr so zum Schluss hin mehr defensive Rollen. Alex Hüttlinger wieder. Ich war rein der Offensive beim Fußball. Mein Trainer hat immer gesagt, bleib du weg von hinten. Das ist auch mal eine Aussage, ja? Ich glaube, in der Jugend, ich habe auch bis auf Tormann alle Positionen durchgehabt. Ich habe Tormann auch einmal gespielt. 0-8 und die Sache war erledigt. Einmal rechter Verteidiger, auch wegen Sinnlosigkeit abgebrochen. Ja, aber manchmal muss man ja seine Position finden. Thomas Kurat mit seinen Punkten 3 und 4, 56-22, 5 Minuten 49 geht es noch im dritten Viertel. Wunderschön, trifft heute wie am Schnürchen Matthias Bastian, der Teamkapitän.
Zu spät geworfen, sagt der Ernst Kavanger. ...58-22. Wieder der Fast Break. Philipp Hochenburger macht es auch zweistellig. Seine Punkte 9 und 10. Und da schnappt er sich schon wieder das Spielgerät. Und die nächsten Punkte. Das geht dann ruckzuck, wenn sie einmal im Fahren sind, die Sitting Bulls. Dann wird es natürlich schwierig, ja. Was macht eigentlich eure Stärke aus? Gut, ihr könnt alle Basketball spielen, aber ihr seid, glaube ich, auch körperlich weiter als die anderen Mannschaften. Ja, jetzt hier im Vergleich sind wir sicher trainierter. Wir spielen halt auch schon sehr lange in der Konstellation zusammen. Das macht schon einen feinen Unterschied aus. Ja. So unschön das körperliche Trainieren halt immer ist für einen Sportler. Aber es zahlt sich halt dann aus. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja. International gesehen sind natürlich, wer sind da die Stärksten? Amerika, wo der Sport ja auch entstanden ist. USA, nach dem zweiten. Auf jeden Fall. Also USA natürlich, nicht Amerika. Natürlich Großbritannien, auch sehr stark. Japan hat dieses Jahr bei den Paralympics die Silbermedaille geholt, also sicher auch nicht zu unterschätzen. Eine sehr physisch starke Mannschaft. Aus Schnellspielern bestehend. Ja, wie alle japanischen Mannschaften, ja. Die sind, gegen die wollen wir nicht spielen, oder? Die sind nicht so einfach, ja. Kratzen, zwicken, beißen bis zur letzten Sekunde, also Wahnsinn. Aber im Bereich Athletik kommt halt an die USA schwer jemand ran. Die bekommen das ja schon mit der Muttermilch sozusagen, ja. Das Athletiktraining. Das ist eine ganz andere Sportwelt. Ja, das kann man absolut nicht vergleichen. Schade. Matthias Bastian. Im Slalom ist er da an den Gegnern vorbei. Gewurdelt, sagen wir mal so. Jetzt wieder der Alex. Das ist eine sehr schwierige Position. Ja, wenn man da gedoppelt wird, ist es natürlich extrem schwer, noch einen guten Pass zu spielen. Vor allem dann auch noch an der Linie stehend. Dann bleiben nicht mehr sehr viele Optionen. Jetzt mal ein bisschen Ballglück dabei. Konnten noch zum Wurf kommen. Aber gehört auch dazu. Auf jeden das Fall. Glück der Tüchtigen. Und egal welche Mannschaft, egal wie hoch sie jetzt gewinnen oder verlieren, sind das alles Tüchtige. Jetzt gibt es wieder ein Timeout. Sieben Fouls sehe ich insgesamt erst auf der Anzeigentafel. Also dürfte keiner mehr mit Foulproblemen behaftet sein. Mehmet Hayeli, er kennt sich aus, ich red blöd, das passt schon. Ob ich mich auskenne, ist halt die Frage. Oh. Wenn nicht du, wer dann? Wie war es eigentlich in Spanien sonst? Ihr habt jeden Tag ein Spiel gehabt, also ihr habt eigentlich wenig Zeit gehabt, was zu unternehmen. Wie viel vorher wart ihr unten? Was? Wir sind 2 Tage vor den Spielen angereist. Der Anreisetag ist sowieso immer sehr anstrengend. Wir haben auch den Frühflug gehabt, dadurch sind wir mitten in der Nacht eigentlich zum Flughafen. Der erste Tag ist dann meistens zum Erholen, so zum Ankommen, alles kennenlernen.
Sightseeing war nicht viel drin, also am letzten Tag, dadurch, dass die ganzen Medaillenspiele ausgefallen sind. Leider, ich hab's mitbekommen, ja. Es gab auch keine organisierten Transporte vom Hotel zur Halle zum Zuschauen für die anderen Mannschaften. Das war alles nicht so top. Aber es war jetzt nicht schlimm. Also der zweite Tag ist dann meistens voll mit offiziellem Training. Dieses Jahr gab es halt einiges zu tun im Bereich Klassifizierung. Gibt es ja diesen Zwist zwischen dem IWBF und dem IPC, was jetzt die Fähigkeit von Spielern zu spielen angeht, also ob genügend Handicap vorhanden ist. Okay. Das musste alles neu aufgesetzt werden, sozusagen jeder einzelne Spieler neu untersucht, kontrolliert. Sind halt auch einige Spieler durchgefallen und haben keine Berechtigung mehr zu spielen. War ganz spannend. Das denke ich mir. Wenn ich dann in Spanien bin und ich darf auf einmal spielen, hätte ich wahrscheinlich keine Freude. Das ist natürlich, ja, vor allem wenn man da jahrelang oder beziehungsweise teilweise schon Jahrzehnte auf dem Niveau spielt. Das ist dann sicher doppelt hart. Philipp Hochenburger mit den nächsten Punkten. Ich stelle mir gerade vor, wie die dem Alex sagen, dass er nicht spielen darf. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, in dem Bereich, also in diesem Mittelpunkter, Niedrigpunkter Bereich, ist es klar, da gibt es selten etwas zu beanstanden. Meistens betrifft es die 4,5-Punkte-Spieler, ja, mit Minimalbehinderungen. Ja, aber ich stelle es mir trotzdem extrem hart vor. Man bereitet sich vor, jahrelang, monatelang auf das Event und dann darf man auf einmal nicht spielen. Na danke. Das ist schon bitter, ja, da waren einige Fälle. Das ist nicht so schön, leider. Vor allem gibt es sicher andere Methoden, das zu klären. Mit einer Übergangsfrist oder ähnlichem. Oder zumindest schon im Vorfeld, oder? Also, dass die nicht anreisen, genau, und erst. Genau. Oder überhaupt vor der Vorbereitung, ja, oder vor der Qualifikation. Es ist nicht ideal gelöst worden, aber jetzt ist es nun mal so. Es war auch eine Herkulesaufgabe für die Verantwortlichen, das zu organisieren. Es waren ja aus aller Welt Klassifizierer da, aus dem amerikanischen Kontinent, vom asiatischen Kontinent, aus Australien. Also es war von überall jemand da. Damit sich das überhaupt zeitlich ausgeht, jeden einzelnen Spieler durchzuchecken. 69 zu 22. Da hat der Andra Priska jetzt ein 3-Punkt-Spiel gemacht, obwohl er den zweiten Freiwurf vergeben hat. Hat ein Geschenk bekommen. Es ist halt schwierig. Wenn ein Größenunterschied ist, müssen die Pässe ganz präzise kommen, sonst passiert sowas. Nächsten Punkt von Philipp Hochenburger, läuft ja schon die letzte Minute im dritten Viertel. Und Matthias Wastian wieder mit dem guten Vorcheck, holt sich da den Ball. Probiert er wieder einen Dreier? Ja. Ah, erste Fehlwurf, aber trotzdem 66er-Quote, 66%. Drei Versuche, zwei Treffer, das kann man lassen. Ein Angriff geht sich da noch aus für die Rebound Warriors, aber sehr gut nach hinten gearbeitet von Ondra Priska. Das hat er sehr gut gelesen. Und ich glaube, er hat nicht so Unrecht gehabt, als er gemeint hat. Ich glaube auch, dass man noch ein Kontakt war. Ja, glaube ich auch. Aber war sicher schwer zu sehen. Ja, kein Vorwurf an die Refs. Glaubt man nicht, wie wendig man ist auf diesen. Sehr schöner Pass. Super Pass, schade. Jetzt die ersten Punkte. Ja.
Melanie Jungwirth, verkürzt auf 71 zu 24. Drittes Viertel ist vorbei. Zum Spiel, es wirkt irgendwie, also es sind jetzt ja fast 50 Punkte Differenz, aber es schaut eigentlich am Feld nicht so aus, gell? Schaut nicht so aus, ja. Schaut nicht so aus. Da sind die Bulls ein bisschen konsequenter im Abschluss. Oberösterreich hat es natürlich schwierig. Da wird schon sehr gut Druck gemacht. Und auch unterm Korb ist man überlegen, holt sich viele Rebounds. Und wie kann man denn die Wurf, weil trainiert wird es ja, die Wurfqualität, wie kann man die noch verbessern, dass man öfter trifft, dass man öfter scoret? Es ist 90% Training. Es ist, man muss werfen, 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 werfen. Und werfen, 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 werfen. Immer du glaubst, wieder. Dann wird sogar ich was treffen, wenn ich trainieren würde und werfen. Okay. Ja. Und der Ernst? Das weiß ich noch nicht. Da müsst man schauen. Ja. Ja. Vielleicht ein paar Spezialtrainings einbauen. Der Ernst liefert euch die tollen Bilder. Ernst Karl Wagner an der Kamera. 6 Spiele dürfen wir euch heute zeigen. Eines wird euch der ORF zeigen, also einmal habe ich kurz Pause. Und was beim Werfen jetzt im Spiel dazukommt, ist natürlich auch die mentale Komponente. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und gerade früher habe ich gesagt, Foulprobleme wird heute wohl kein Spieler in diesem Spiel bekommen, wenn ich jetzt da offen schaue. Ja, der Standardkandidat, würde ich sagen. Wir sagen aber jetzt nicht, dass es die Nummer 13 der Alex Höglinger. Da ist er gerade am Ball. Wenn man mich vor dem Spiel gefragt hätte, wer Foulprobleme bekommen könnte, wäre sicher Alex mein erster Tipp gewesen. Mein zweiter Tipp ist heute nicht da, der Jakob. Was fehlt dem? Wann werden wir ihn im Jänner wieder sehen? Ja, auf jeden Fall. Er hat keine gesundheitlichen Probleme, er ist nur mit der Uni eingespannt. Okay. Da hat es zeitlich natürlich durch die EM ein bisschen gefehlt. Am Samstag vor Weihnachten durch die Uni eingespannt. Jakob, herzliche Grüße. Top. Das war jetzt ein schöner Korb von Thomas Kurat. Ja, Möglichkeit zur Überzahl. Das war nicht so gut ausgenutzt. Aber jetzt. Das macht er natürlich. Ondra Bliska. 19 Punkte hat er schon. Chance für die Rebound Warriors, aber der war doch klar daneben, ein Airball leider. 8 Minuten 11 geht es noch in diesem Spiel, 73 zu 28 führt hier der Serienmeister aus Klosterneuburg, die Interwetten Coloplast Sitting Bulls in den weiß-blauen Dressen von links nach rechts. Oh, das war jetzt ein wunderschöner Korb, Joshi Vruba. Das war der Erste, oder? Ja, war der Erste. Matthias Bastian, oh, und jetzt geht's wieder schnell. Philipp Hochenburger. Heute sehr konzentriert bei den Layups. Ja. Auch nicht immer so. 18 Punkte heute schon in diesem Spiel. Sehr stark. Ja.
Aber die meisten Punkte hat der Teamkapitän gemacht, der Matthias Bastian. Na, der hat halt gut genetzt, ja. 24. Kann man lassen. Andra Pliska, zwei Dreier drunter, also starke Partie, aber eigentlich von allen. Gewinnt ja immer die Mannschaft. Auch ohne Mehmet Ayili und Jakub Dogan. Das ist das Schöne am Teamsport. Ja. Und es gibt kein Jammern, dass die zwei nicht dabei sind, springen halt die anderen in die Bresche. Und schon wieder. Macht er den auch? Ich glaube schon. Ja, er ist heute konzentriert. Ah ja, ist ein Morgenmensch scheinbar. Anscheinend, ja. Als ich heute um 3:30 aufgestanden bin, war ich noch nicht so gut aufgelegt. Ich aber auch nicht. Du bist dann nicht um 4:30 aufgestanden, halt 3:30. Naja, das stimmt ja. Ein bisschen länger geschlafen. Aber ja. Ich bin auch überhaupt kein Morgenmensch. Na, Samstag um 3:30 ist gar nicht mein Tag. Nein, das ist nicht schön. Da beneide ich dich nicht, ne? Ja, aber soll nichts Schlimmeres passieren. Und ich habe ja nicht fahren müssen, gefahren ist ja eher. Das ist dann schon angenehmer. Das ist auf jeden Fall, ja. Das macht schon einen Unterschied. Ah, der habe ich gedacht, der geht rein. Aber denken heißt nichts wissen. Und Ballbesitz für die Rebound Warriors. 5 Minuten 19 geht's noch. Ist das dann so ein Ziel im Spiel, wenn es noch 5 Minuten geht? 19 Punkte fehlen noch auf den 100er. Das kann auch mal ein Ziel sein, ja, wenn man sich das abspricht. Aber ich glaube, also ich merke da jetzt gerade nichts davon auf dem Spielfeld. Okay. Dass der Wille da ist, unbedingt die 100 zu erreichen. Aber es sind ja noch 5 Minuten. Im Eishockey ist es ja zum Beispiel so, wer das 10. durchschießt, muss er Kisten Himbeerkracheln zahlen. Das ist bei uns auch so, ja. Ist bei euch auch so? Wer den 100er macht, der zahlt eine Runde. Okay. Also es gibt so Sitten und Gebräuche, die ziehen sich durch alle Sportarten. Auf jeden Fall, ja. Und so ein Himbeerkracherl ist ja was Feines. Und vor allem nach dem Sport, ja, genau so ist es. Ja. Wohl im Winter vielleicht der Kinderpunsch besser ist. Oh, schade. Gerade. Der Verband unterstützt euch, glaube ich, auch toll. Ich meine jetzt allgemein in das Rollstuhlbasketball. Ja, da können wir überhaupt nicht klagen. Das läuft wie am Schnürchen. Das macht es uns natürlich auch so einfach, uns nur auf unseren Sport zu konzentrieren. Wenn da im Hintergrund alles top funktioniert. Man denkt sich, es sind Kleinigkeiten, aber es ist schon ja. So entscheidend. Ja. Aber jetzt habe ich es gewusst. Philipp Hochenburger, was ist denn heute los? Sehr hochprozentig heute. Ja. Den Schwung von der EM mitgenommen. Ja. Drei Minuten 45 noch, Alex Höglinger. Schön gespielt. Schade. Aber wie du gesagt hast, trainieren, 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 dann gehen die auch rein. Oh je. Ja, Matthias Bastian auch noch mit. Dem EM-Spirit merkt man richtig, hat allen gut getan, die dabei waren. Gell? Auf jeden Fall.
Bin dann auf die Grazer gespannt, da waren ja auch einige. Da bin ich auch gespannt, ja. Nächstes Spiel dann, sind wir schon wieder dabei, 11.15 Uhr. Die Flintstones aus Graz gegen die Dolphins aus Wien. Oh, sehr super. Schöne Punkte jetzt wieder von Gerald Honsin. Punkte 3 und 4, 88 zu 30. Und Matthias Bastian. Gut gekämpft da unter dem Korb vom Alois Stritzinger. Ballbesitz Warriors. Wird noch einmal gewechselt. Der neue Rollstuhl schaut echt spitze aus vom Daniel Nurawzer. Es wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, um sich daran zu gewöhnen. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu dem, den er vorher hatte. Es ist schon sehr wichtig, dass das Sportgerät auch auf den Benutzer abgestimmt ist. Schade, aber jetzt mach es. Schade. Das ist die Überzahlsituation. Guter Rebound und die nächsten Punkte. Philipp Hochenburger. Ja, will es halt wissen. Ja, und 90 zu 30. Ballbesitz wechselt wieder zu den Sitting Bulls. 1 Minute 23 geht's noch. Wird also nichts mit den 100 Punkten, sage ich einfach mal. 90 zu 30. Das geht knapp, ja. Aber möglich wäre es noch. Ball wieder bei den Interbeten Koloplast Sitting Bulls, Philipp Hochenburger. Nicht zu stoppen, der junge Mann. Aber du würdest auch lieber mitspielen, als bei mir rumsitzen. Es ist mal eine schöne Abwechslung, hier oben zu sein. Ja. Die Perspektive ist schon cool. Aber spielen ist natürlich eine andere Welt. Wieder Hochenburger. Wahnsinn, 94 zu 30. Und der Alex will auch noch einmal treffen. Komm, schade. Noch einmal Alex Hüglinger, letzten 10 Sekunden laufen. Ondra Bliska, Matthias Bastian. Und das Spiel ist vorbei. Erstes Spiel des Tages. Die Interwetten Koloplast Sitting Bulls gewinnen gegen die Rebound Warriors mit 94 zu 30. Ich sage danke, Mehmet. Ich sage danke. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Bist jederzeit wieder willkommen, wenn du magst. Gerne. Und jetzt, wie viel Zeit haben wir bis zum nächsten Spiel? Ups. Jetzt sage ich da weiter mal danke und wir sehen uns hoffentlich wieder. Auf jeden Fall. Danke, Mehmet. Schön, danke.